Die Politik wendet sich von der Energiewende ab. Mag sein. Viele Bürger in Bayern allerdings, die wenden längst an. Und zwar alternative Technologien, die jetzt schon einsetzbar sind. Da wird nicht auf den Netzausbau gewartet, da wird nicht gejammert, da wird getüftelt und optimiert. Effelter im Frankenwald zeigt es den Energieriesen. Denn hier kommt der Strom nicht mehr aus der großen Leitung. Es ist 5 Minuten nach 11. Aber woher kommt er dann, der Strom? Nein, zaubern können die Frankenwäldler nicht. Aber die Bürger hier, sie packen halt selbst an. Wir waren vor der Energiewende. Bevor das die Politiker überhaupt dran gedacht haben, da haben sie noch an Kernkraftverlängerung, Atomkraftverlängerung, alles gedacht. Haben wir gesagt, nein, wir können uns selbst helfen. Und zwar hiermit, mit ihren Wiesen und Wäldern rund ums Dorf. Den Strom erzeugen sie in ihrer Biogasanlage mit Gras. Und mit den Hackschnitzeln befeuern sie ihre Dorfheizung. Mehr als die Hälfte der Häuser ist an das eigene Nahwärmenetz angeschlossen. Ein vorbildliches Projekt. Nur halt leider viel zu klein für die damalige Förderpolitik. Wir mussten da lange auf Fördergelder warten oder Förderprogramme warten, die auf unser Projekt gepasst haben. Das haben uns ein ganzes Jahr in der Planung gekostet. Politik bremst bei der Energiewende. Das kennt nicht nur Markus Appel. Auch bei der Wasserkraft müssen die energiewendewilligen Bürger gegen die Mühlen der Bürokratie ankämpfen. Wie Heiko Müller feststellen musste. Ich glaube, dass dezentrale Systeme nicht erwünscht sind, weil sie natürlich alte Systeme der großen Industrieerzeuger nicht mehr unterstützen würde. Heiko Müller hat diese oberfränkische Mühle wieder flott gemacht. Letztes Jahr kam hier eine neue Turbine rein. Der Strom fließt. Doch E.ON zahlt seit einem Jahr nichts für den eingespeisten Strom. Und die Behörden wollen eine neue Fischtreppe. Ich sehe jetzt aber, dass die bürokratischen Hürden noch immer nicht überwunden sind. Denn es kommen immer wieder neue. Verhindern statt fördern. Die Staatsregierung hat auch alle Zuschüsse für die Wiederbelebung alter Wasserkraftwerke ersatzlos gestrichen. Und das, obwohl in Bayern Hunderte, vielleicht Tausende solcher Anlagen wieder zuverlässig rund um die Uhr Strom erzeugen könnten. Der große Vorteil der Wasserkraft gegenüber der Sonnenenergie. Die muss gespeichert werden. Die Politik denkt da immer nur an riesige Pumpspeicherkraftwerke. Aber da sehen viele Bürger schwarz. Es gibt nämlich auch kleine Lösungen. Michael Greif aus Rödental bei Coburg hat so eine. Fast 24 Stunden Sonnenstrom. Hervorragend. Wie er das macht. Den Sonnenstrom, den seine Familie nicht verbraucht, den schickt er in den Keller. Dort hat er seinen Stromspeicherschatz. Eine Bleibatterie. Seiner Meinung nach eine Möglichkeit, die die Politik völlig übersieht. Das Interesse sollte hier noch viel, viel stärker werden. Die sollten es auch noch viel mehr unterstützen. Weil wir bekommen einfach hier schneller die Energiewende ins Laufen, als ja, wenn ich jetzt hier noch 380 kV-Leitungen über das ganze Land spanne. Und hier, das kann ich sofort umsetzen. Und das ist vom Zeitpunkt her und auch von den Kosten sicherlich auch besser angelegt. Viele kleine Batterien könnten riesige Speicherseen ersetzen und den Strom dort vorhalten, wo er auch verbraucht wird. Dezentrale Speicherung ist das. Aber da sehen die Energieriesen schwarz. Denn an Lösungen wie bei Michael Greif verdienen sie nichts. Zurück ins energieautarke Dorf nach Effelter. Hier haben es die Bürger trotz aller Widrigkeiten geschafft, sich selbst mit Energie zu versorgen. Ja, sie produzieren inzwischen sogar viel mehr, als sie verbrauchen können. Es erfüllt einem wirklich mit Stolz, dass so eine kleine Gemeinschaft wie Effelter mit seiner 280 Einwohner sowas hervorbringt, wo in die ganze Welt schon mittlerweile bekannt ist. Tatsächlich. Vor wenigen Wochen war eine Delegation aus Japan hier, um von den Franken zu lernen. Auch ein guter Tipp für bayerische Politiker. Von den Frankenwäldlern könnten sie sich noch eine Scheibe abschneiden. Wir sind eins. ARD.